Hey Kinders, was geht bei euch? Ja, willkommen zu CSGO Overwatch auf Mirage. Es ist hier noch im Warm-up und die dödeln da ordentlich rum. Im Moment sieht alles noch total cool aus bei ihm. Oder bei ihr, wer weiß. Komm schon. Ich hasse es, wenn das im Overwatch, Wärm anfängt. Das. Naja, dafür geht irgendwie die Zeit und wenn es jetzt ein Warlock wäre, kann man da nicht viel erkennen. Nur Aim-Unterstützung wäre vielleicht machbar. Ja, das ist auf, los geht's. Zack, zack. Mehr brauche gerade mal. Oh mein Gott, das ist jetzt erst die Zeit. Oh, shizzle, my whistle, p-dizzle. Wir lassen es durchdödeln. Kurz gucken, aber hier. Was macht denn sein Mate da? Es sieht aus wie ein Spinbot, aber ganz langsam. Ich glaube, der hat das mit Absicht gemacht. Also, er geht da hin und. Er geht da hin und dreht sich dann jedes Mal so, um die zu erschrecken. Den hat man steppen gehört. Aber trotzdem geht er ihm irgendwie gut nach. Hm. Okay, schon wieder ein Headshot. Aha, aha. Ja, aber im Warm-up ist einfach kacke, sowas zu sehen. Ich hasse es, im Warm-up das gucken zu müssen. Die stehen da halt alle rum, man weiß genau, wo sie sind. Es gibt nicht dieses, oh, der hat ihn aber irgendwie überrascht. Na, die stehen da alle rum, das ist normal, das ist normal. So. Also, sie gehen, oh, sie stacken A. Und der eine leckt wie ein Schweinehund. Jetzt wird es interessant. Meine Damenlein und Herrenlein. Also, sie, okay. Oh, der leckt sogar auf der Karte rum, der eine, krass. Die gehen Richtung B. Die CTs rennen direkt hinterher, ne? Sie sagen jetzt an, shit, auf A ist nichts, Leute, wir müssen schnell auf B. Die sind wahrscheinlich Richtung B gegangen. Und die Ts fallen wie die Fliegen. Er hat gar keinen Feind gesehen in der Runde. So. Er geht direkt wieder durch. Die Ts bleiben hinten am Spawn stehen. Sag bloß, sie haben jetzt schon innerlich aufgegeben, weil sie gerade eben so niedergerußt wurden. Ne? Jetzt bewegen sie sich. Wow. Ich glaube, Delta hat einen Spinbot. Und dadurch haben sie wahrscheinlich direkt, nehme ich einfach mal an, jeden Spaß am Spiel verloren, die Gegner. Man kann jetzt sehen, so ungefähr, ob da ein Bot jetzt schon ist oder nicht, je nachdem, wie er sich eben bewegt. Ne? Wenn er einfach durchläuft, dann ist es vielleicht sogar schon ein Bot, weil er gelieft ist. Und der Rest steht halt rum, wie auch immer. Wir behalten das mal im Auge. Er fängt auch an, sich zu drehen. Er hat auch einen gemacht. Habt ihr das gesehen? Der Oktopus war das eben, oder? Er guckt auf den Bot. Kopfschuss, Kopfschuss. Delta. Ah, ne, Frog legt sie wieder. Was haben wir hier wieder für ein Hardcore-Hack-Game am Start? Was soll das? Warum? Jetzt laufen sie alle los. Entweder sind alle Ts gegangen. Oh ne, versuchen sie etwa. Ich dachte, die versuchen zu smoken. Ich glaube, die haben auch einen gemacht. Guck mal, der eine, wie er sich dreht da oben. Guck mal, Delta, das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Spinbot. Spinbot gegen Spinbot, meine Damen und Herren. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so abgeht. Albatross, was hat er so am Start? Außer seinen verkackten Lag. Was hat er für ein Ping? Ich hab's euch, glaube ich, schon mal gefragt, sind die Pings hier korrekt? Sind die richtig aus dem Spiel übernommen? Ja, ne? Ich kann annehmen, das ist alles klar. Die haben schon aufgegeben. Wow, das war ein ziemlich krasses Hacker vs. Hacker-Game. Ja, das ist scheiße, dass man nicht zurückspult. Na, wisst ihr was? Wisst ihr was? Jetzt wurde es so kurz, ging nur. Gucken wir da einfach nochmal rein, ne? Wir haben eine Zeit. Wenn ich irgendwie 8 Minuten schon aufgenommen habe, dann mache ich das eigentlich nicht. Aber man kann sich's nochmal komplett angucken, das geht. Man kann halt nur nicht zurückspulen. Das ist ein bisschen game. Warum ist das hier vor mir? What the fuck? Hallo? Können wir das vielleicht entfernen? Na, jetzt. Also. Mich interessieren vor allem nochmal die Shots, die er mit der M4 macht. Die gehen völlig klar da, die Kills. Jetzt. Passt auf. Ich gehe sogar extra runter. Ja, das ist halt der Spinbot-König der Jahrhundertwende. Komm. Hm. Wie gesagt, dieses Positioning, dass er da sehr schnell drauf ist, ist kein Wunder. Es ist ja, es ist halt einfach am T-Spawn. Aber wir haben hier eben gesehen, er aimt doch wirklich schon extrem gut voraus. Also er weiß, dass da einer kommt. Sicher hat man ihn steppen gehört, aber er hat Fokus auf den oben gehabt, auch durch die Wand. Also ich sag einfach mal, er hat auf jeden Fall auch einen Wallhack am Schlüssel. Guck mal, er aimt jetzt auch wieder hoch. Dabei könnte sich unten ja auch einer anschleichen. Aber er ist so ganz, ganz genau. Guck mal, er ist. Ja.
Also ich würde sagen, er kann da auf jeden Fall durch die Wand gucken. Der Dreck sagt, der Verschissene. Leider bekommt er hier jetzt niemand mehr zu sehen in dieser oder jener Runde. Da passiert gar nichts. Das können wir eigentlich hardcore durchspulen. Ja. Und hier passiert, glaube ich, auch nicht allzu viel, oder? Ja, da sind sie halt AFK. Achtung, jetzt sieht man es gleich, wie dieser Knilch hier anfängt, sich zu drehen. Der... Doch nicht, es ist erst in der nächsten Runde. Also, Octopus müsste jetzt eigentlich die Shots machen. Wie das aussieht, auf dem Boden, bam, nach oben. Ja, Octopus hat ihn weggeheadshottet und ich glaube, er kriegt auch noch einen. Komm, Octopus, hol dir noch einen. Ah, hat nicht geklappt. Ich gebe ihm auf jeden Fall mal einen Waller, weil er doch sehr genau wusste, wann sie von wo kommen. Es war auch durchgehend, glaube ich, ziemlich laut an der Stelle, oder? Alle haben vor sich hingedödelt, gerannt und geschossen. Das heißt, man kann es vielleicht auch gar nicht so genau hören. Also wenn man jetzt auf die Hörhaftigkeit plädieren wollen würde. Ich gebe ihm den Wall Assist, den Vision Assist und lasse es erstmal so auf sich beruhen. Und bedanke mich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.